Das ist mal ein cooler Anfang. Okay. Richtige Lava-Feuermusik. So, für mich sah das hier unvermeidbar aus, einen Treffer zu kassieren. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht in die Röhre hier rein. Ah. Man hört sogar das Blubbern in der Musik. So, ich muss aber großer Mario sein, deswegen muss man leider wieder rewinden. Sonst wird das hier nichts. Es tut mir leid, aber so sind die Spielregeln von dem Level. Ich habe die Regeln nicht selber gemacht. Da ist noch eine Röhre, aber da komme ich ja nicht hin. Rüber. Hier sind viele Röhren. Wenn ihr mal guckt. Ich habe zu spät gesehen, dass da Lava kommt. Okay, ich meine, man hätte auf die Münzspur achten können. Cool, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür das Ganze? Warum habe ich das jetzt alles hier gemacht? Das hat mir nichts eingebracht. Das hat einem halt wirklich nichts gebracht. Wofür war das jetzt, dass ich dann dahin springe? Ach so, für die Plattform hier. Oh. Okay, seht ihr, ich habe da nicht mal mehr drauf geachtet. Ja, cool an sich, dass da ein Cape rauskommt. Und ich habe auch Interesse an dem Cape. Nicht schlimm, ich krieg das Cape trotzdem noch. Habe ich jetzt oben was verpasst? War da jetzt eine... Ich muss nochmal rewinden, es tut mir leid. Ich will ja auch gucken, ob ich jetzt da oben eine Münze bekommen hätte. Nimm und geh hoch. Okay. Nein, aber ein... Off-Switch. Und das scheint eine wichtige Sache zu sein. Jetzt geht das Ding zurück. Wo gehen wir denn jetzt zurück? Ach ne, er kommt wieder. Oh Gott, ey, es ist hart verwirrend hier. So. Habe ich denn überhaupt... Ja, eine Münze habe ich ja schon. Ich habe das vergessen gehabt. Es tut mir leid. So, da ist ein Trampolin. Aber habe ich jetzt verloren, weil... Nee, ich habe alles noch im grünen Bereich. Okay. Da ist die Münze. Da sterbe ich. Okay, soweit so gut. Und ich bin jetzt ein Trampolin reicher als... Wenn ich jetzt so, ne, durch den Checkpoint sterbe und neu ins Level komme, aber wofür? Was habe ich davon? Ich hoffe, die Plattform despawnt jetzt nicht. Die Plattform ist weggespawnt, weil ich sie aus dem Blickfeld verloren habe. Das heißt, ich muss unbedingt auch mit ihr gehen. Sonst sagt das Spiel nein, weil dann logischerweise existiert sie dann ja auch gar nicht mehr. Ist ja auch völlig klar. Ja, okay, ich verzichte mal. So, ich glaube nicht, dass das Trampolin noch für irgendwas relevant ist, aber... Ja, mal gucken. Ich schleppe es jetzt mal ein bisschen mit mir rum. Okay, ich habe jetzt kein Cape mehr und ich habe auch kein gutes Gefühl, aber... Ich lasse es jetzt einfach mal, wie es ist. Guck mal, ich kriege sogar ein neues. Hier scheint nichts zu sein. Aber ich kann so machen, das ist cool, dann kommen die hier nicht mehr vor. Da ist die Münze. Okay, die ist ja auch nicht sehr schwer zu holen an sich. Okay, cool. Finde ich gut. Das ist natürlich verlockend, die einfach alles mal zu überfliegen. Oh, so knapp. Oh, Mann. Okay,
Kriege ich hin. Entschuldigt. Entschuldigt. Ich weiß jetzt nicht, moralisch gesehen, ob ich das hier machen soll. Weil ich einfach so ein ganzes Ding skippe einfach mal. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Okay, kann sein, dass ich das gebraucht hätte. Aber andererseits denke ich mir auch, oh, die Münzen habe ich. Ich muss jetzt noch hier lebend irgendwie raus. Boah, das ist ein bisschen viel. Wieder mal. Die ganzen Kettensägen. Okay, und tschüss. Wir sind raus. Haben immer noch das Trampolin die ganze Zeit dabei. Ich weiß nicht mal wofür. Weg damit. So, Mario kann jetzt nicht mehr weiterlaufen, weil ich ihm den Weg versperrt habe. Okay, aber ich habe alles, was ich hier wollte. Ein Secret Exit hat das Level ja nicht gehabt. Das eröffnet uns den Weg zu dem Schloss. Okay, seht ihr? Ich dachte, das ist so das letzte Schloss dieser Welt. War es anscheinend aber nicht. Ich glaube, das letzte Schloss war das da drüber. Okay. Wieso geht Feuermusik oder Lavamusik und Bass immer so mit Hand in Hand? Nicht immer, aber oft. Her damit. Komm her. Nicht oft hat man ein Level mit Yoshi und Geistern zusammen, aber heute schon. Da haben wir schon mal eine Münze. Cool. Okay, das war sehr dumm von mir. Ich war verunsichert, weil ich nicht wusste, ob da Boden ist. Und hab da direkt erstmal den Yoshi geopfert. Ja, beeilt euch doch mal. Ich muss hier weiter. Ach, ich bin schon... Hab schon verpasst, aber da geht's ja. Okay. Okay. Wenn ich mit Yoshi da oben hinkomme, dann kriege ich auch den P-Switch. Ich bin halt echt verwirrt, wo man hier lang gehen muss in diesem Level. Aber probieren wir es mal. So, wir nehmen. Ich würde sagen, auf wir drücken ihn hier gleich mal. Spiel sagt, geht da lang. Okay, sieht gut aus. Das sieht wahrhaftig nach einem Weg aus. Okay, wir stehen mehr als an der Kante. Es gibt hier so viele Wege. Ich bin total verwirrt. Und es könnte mir eigentlich auch scheißegal sein, wenn ich nicht noch die Mission habe, 3 Münzen pro Level zu sammeln. Okay, dass ich getroffen werde, eine Sache, akzeptiere ich. Aber ich kann nicht noch zusätzlich den Yoshi verlieren. Der Yoshi ist, glaube ich, echt ein Schlüsselelement, um überhaupt hier erfolgreich durchzukommen. Aber guck mal, dieser Buhu, der steht so im Weg. Ich komme da kaum vorbei. Ist. Und dann werde ich trotzdem noch irgendwie getroffen und Yoshi läuft weg. Nachdem der Typ schon längst tot ist. So. Her damit. Auch hier. Was ist wieder da unten? Scheinbar ja nichts Wichtiges. Sonst wäre es ja nicht ein Block, der in der Wand steckt. So. Trotzdem bin ich jetzt einmal dafür gestorben. So gesehen. Hier war nicht mal eine Starcoin. Oder kommt die hier noch? Komm, die kommt noch. Die kommt nicht. Ey, wofür bin ich diesen super-duper Geheimweg jetzt gegangen? Für nix. Also ich habe das Gefühl, der andere Weg hätte mir eine Starcoin gebracht. Oder hier ist eine. So, das ist gut, aber kann ich das auch ohne Yoshi dabei gleich zu opfern? Ja, ich glaube schon. Wenn ich einfach so mache. Okay, ich bin hier so komplizierte Wege gegangen und dann ist die einfache Lösung einfach, ja, du kannst ja mit Yoshi hochspringen. Oder halt dich an so einem Geist hochspinjumpen. Das geht dann auch sogar ohne Yoshi. Aber bitte, von mir aus. Warum ist die Plattform grün?
ist das, weil die Yoshi drin ist? Nein, sie ist einfach nur grün. Ich kann auch nichts damit machen. Ich kann nicht mit der interagieren. Okay. Weil sie ist halt grün, deswegen geht das nicht. Aha, hier haben wir noch mehr davon. Warte mal, du kannst ja... Oh, du kannst ja richtig was. Scheiße. Hohoho. Hilfe. Oh, boah, dass er mich auch jedes Mal noch irgendwie totsniped dabei. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wer was mit den grünen Blöcken hier macht. Okay, ich muss hier weg. Das wird hier viel zu wild. So, drücken oder mitnehmen? Das ist immer die Frage. Also es macht den Eindruck, als wäre das jetzt hier ausschließlich für spaßige Münzen da. Er nimmt Schaden, weil es hat wow gemacht. Okay, das Problem ist, ich komme hier jetzt nicht durch. Ich könnte so durch. Muss ich ja eh, muss ich ja eh. Ich kann Yoshi nicht mit durch die Tür nehmen. Okay, dann lassen wir das und gehen. Ach du Scheiße, du bist ja immer noch da. Ja, dann mach. Doch nicht so. Da oben. Nein, aber auch nicht da. Er muss auf die Plattform drauf von mir. Jetzt will er mich ärgern. Okay, danke schön. Komm hoch. Hier, wo soll ich wieder lang gehen? Nicht hier. Okay, gut. Schon mal eine Lösung. Oder eine Antwort eher. Eine Lösung ist es ja nicht. Boah. Erst Level, das holt echt das Maximum an Stress raus. Das muss man ihm schon lassen. So. Mach auf hier. Oh, Entschuldigung. Ich wollte hier nicht schreien. Warum ist jetzt nicht so gewesen? Aufgegangen. Mach mal. Okay, jetzt hast du da aufgemacht. Hier. Betrug. Das ist richtige Verarsche hier gewesen. So, eigentlich müsste sie diese Dinge aufbrechen. Aber dann tun sie es nicht und sie gehen einfach die Plattform dann doch nochmal darüber. Und ich habe überhaupt gar keine Chance, hier irgendwie lebend rauszukommen aus dieser Situation, weil einfach der Kerl dann einfach gegen mich kommt oder seine Bälle auf mich kommen oder irgendwie die Bälle daneben gehen und dann doch auf mich drauf schießen. Und jetzt, ohne irgendwie eine sinnvolle Erklärung, ist doch mal einer dieser Blöcke aufgegangen. Nicht mal alle drei, sondern nur einer. Aber von mir aus. Okay. Gib mir die Kackmünze. Das ist doch der Grund, warum wir es machen. Und dann wird auch noch so ein ekelhafter Feuerball hochgeschossen. Mario springt nicht, weil er die ganze Zeit hier runterfällt. Und ich sterbe trotzdem noch irgendwie, während ich das hier versuche zu holen. Und nicht, dass man die Münze sieht, schnappt und denkt, aha, das ist es gewesen, ich habe gewonnen. Nein, dann wird man immer noch ans Bein gepisst. Oh Gott, ey. Raus hier. Was für ein ekelhafter Lucky-Tomb-Monster-Mensch. Cooper, das war. Möchte ich nicht mehr. Raus. Weg hier. So. Ja gut. Das ist jetzt natürlich die Sache. Also, wir haben jetzt an sich die Welt fast durch, aber... Oh. Mir fällt gerade auf, dass dieses Level noch einen Secret Exit hat. Das Level hier hat einen Secret Exit, das habe ich gar nicht gecheckt. Okay, das ist das Level. Entschuldigt, normalerweise, ihr wisst ja, wie meine Einstellung ist. Wenn ich ein Level mache, immer beide Exits sofort zusammen. Jetzt habe ich es irgendwie vergeigt, weil ich das nicht gecheckt habe. Ich habe es nicht bemerkt, dass das Level ein Secret Exit hat die ganze Zeit. Und leider haben wir es auch nicht gefunden. Okay, dann müssen wir das hier halt nochmal spielen. Das war jetzt auch nicht gerade einer der netteren Level. Eigentlich ist alles, was hier so Lava-Welt ist, nicht sehr nett zu einem. Wie ihr vielleicht merkt, dass ich hier kaum lebend rauskomme. So. Entschuldigung, ich muss mich mal umsetzen hier mit meinem knarzenden Stuhl hier. Nicht knatschigen Stuhl, knatschig bin ich vielleicht. Aber ich nicht aus Müdigkeit, sondern einfach aus Stress. Ich meine, das Spiel weiß genau, was es macht. Es will einen ja auch in Stress irgendwie versetzen. Na dann, haben wir jetzt... Okay.
Okay, du hast mich verarscht, Feuerding. Hat mich instinktiv zum Springen gebracht, aber ich durfte nicht springen, weil dann bin ich hier wieder auf der oberen Plattform. Der gleiche Scheißtyp trifft mich jetzt zweimal. Ich muss aber nicht in die Röhre da rein, oder? Ich meine, ich wüsste ja auch nicht wie. Boah, wo versteckt man denn hier ein Secret Exit? Hier? Theoretisch kann man das überall machen, aber ich sehe auch gleichzeitig nicht viele Möglichkeiten, dass ich hier irgendwo hin kann. Perfekt, genau das wollte ich. Ich wollte einfach da runterrennen, ohne einen Sprung zu machen. Ja gut. Oder da rein? Lass mich das nochmal probieren. Ich glaube nicht. So, hier war mal ein Cape drin, jetzt aber nicht mehr. Was wäre, wenn ich das jetzt nicht gedrückt hätte? Achso, dann wiederholt sich das einfach nur so lange bis... Okay. Das muss man ja auch irgendwie erstmal rausfinden, wisst ihr? Weiß ich immer noch nicht, wo dieses lustige Secret Exit sein soll. Ich meine, hier ist ja dieses Trampolin. Und wir haben ja auch schon eben dieses Trampolin mit rumgeschleppt, richtig? War das hier? Und ich wusste halt die ganze Zeit nicht, wofür. Aber es muss doch einen Grund dafür geben. Hier kommt ja der Checkpoint, richtig? Nein, noch nicht. Hat sich hier was verändert, weil ich jetzt auf Off gedrückt habe? Lass mich nochmal zurückgehen. Scheinbar nicht. Doch hier kommt doch der. Da ist der Checkpoint. So. Okay, folgendes. Ich hab eine Idee. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was passieren wird. Ich nehme das Cape. Und da ist dieser Block. Hier. Den man sonst nicht öffnen kann. Und daran ist bestimmt ein P-Switch. Ist es? Okay. Und mit dem P-Switch, den drücke ich jetzt und dann gehe ich hier hoch. Und dann ist hier eine fancy Röhre. Erklärt immer nicht, wofür ich dieses eine Trampolin brauche, aber wir haben schon mal einen neuen Weg hier. Oh, es ist ein fieser Autoscroller. Aber ich meine, ich habe ja jetzt nicht sehr viel Einfluss auf die Geschwindigkeit, weil ich auf diese Plattform hier angewiesen bin. Also machen wir es einfach. Ich glaube, das Trampolin ist für nichts da. Also es, ich check es nicht, aber... Oh, ich habe meine Gelegenheit verpasst, da hochzugehen. Den Drachen brauche ich nicht. Ich lasse den jetzt weg. Ich gehe jetzt mal wirklich nicht davon aus, dass am Ende noch so ein Plot-Twist kommt, wo ich ihn die ganze Zeit hätte haben müssen. Und wenn doch, dann kann ich immer noch rewinden. So, aber ich würde sagen, wir haben das Secret Exit. Ne? Also wir haben ja einen völlig neuen Weg gefunden, den wir eben noch nicht hatten. Starcoins haben wir bereits alle gekriegt vorher. Aber ich habe es einfach nicht bemerkt. Das Level nebenbei auch ein Psychodexat hat vorher. Ich habe nicht richtig geguckt einfach. So, das... Es führt uns einfach nur zurück. Dafür habe ich das jetzt gemacht. Ich will nach links. Es geht hier die ganze Zeit darum, dass ich unten links ankomme. Weil da ist ja immer noch ein Level. Da komme ich aber nicht hin. Okay, dann lass mich doch mal suchen. Das Problem ist jetzt, das Suchen kann sich jetzt ein bisschen als schwer rausstellen, weil ich jetzt echt nicht mehr weiß, welche Röhre mich dorthin führt, wenn überhaupt ich die habe. So, es tut mir leid, ich habe mir überhaupt nicht gemerkt, welche Röhren einen hier wohin tragen. Tragen jetzt nicht. Durchführen. Aber eine müsste mich ja dorthin bringen. So, das ist die Wolkenwelt. Das sieht man hier schon sofort. Ja. Ich muss mich nochmal mit dieser Overworld hier ein bisschen vertraut machen.
Aha, ja, ich glaube, das ist das, wo ich hin möchte. Und dann? Dann kommen wir hier an. Guck mal, die Sache ist ja, bis jetzt war das immer so, eine Röhre, die einen in eine neue Welt geführt hat. War ja immer so designt, dass man, also dass ich mitten in der Welt rauskomme, nicht am Anfang der Welt, ne, durch so eine Geheimröhre, sage ich mal, und man früher oder später zu diesem Level sowieso hinkommt. Hier ist das erste Mal so, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass es ein Level ist, was man sonst überhaupt nicht spielen kann, wenn man normal in dieser Welt ist. Das hat mich halt so verwirrt. Aber jetzt können wir es endlich machen und die Welt dann hoffentlich abschließen.